völlig im Panikmodus, mein Gegner jetzt. Okay, ich kann ja jetzt machen, was er will, was ich will, weil er sowieso auf Zeit verliert, oder? Okay, wir müssen wieder in 3 plus 0 müssen wir reingehen und spielen gegen Trispios. Trispios, Fidemeister. Trispios Returns? Trispios Returns. Ich habe darauf gewartet, dass Trispios endlich returnt und jetzt ist dieser Zeitpunkt gekommen. Endlich, endlich ist es soweit. Trispios Returns. B5, kann man sich das erlauben? Ich hoffe es. Da sind wir in Theorie. Oder auch nicht. Wir werden es sehen. Mal sehen, ob wir hier in Theorie sind oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich stehe gerade nicht. Nee, ich stehe nicht. Ich sitze auf meinem schönen Sattelstuhl. Das ist kein Witz. Ja, aber jetzt? Was macht er? Okay, ich muss einfach weiterhin schnell spielen und nicht zu viel nachdenken. Also, jetzt habe ich ja alles im Griff gefühlt. Danke dir, Theo. Du willst meinen Night of Course vorbestellen? Ich bin echt jeden Tag dran. Jeden Tag bin ich dran am Night of Course. So, kann ich hier schlagen? Kann ich hier schlagen? Ja, nehmen wir. Wir nehmen diesen Zentrumsbauern ihm einfach eiskalt weg. Und hoffen, dass es gut geht. Springer schlägt C4. Das ist schon so ein bisschen grenzwertig. Springer schlägt C4, Dame C5, Läufer E3, Dame E7, Springer B6. Ja, vielleicht hätte ich den nicht unbedingt nehmen müssen. Anyway, zu spät. Zu spät. Zu spät. Ja, vielleicht machen wir Dame A7 besser. Dann haben wir Läufer E3 und wir Läufer C5. Als Counter. Ist eigentlich ein ganz guter Counter, denke ich, weil wenn er schlägt, ist wieder dieser problematisch auf E5 und wenn er nicht schlägt, dann kann ich selber auf E3 schlagen. Ja, Georg, es war ironisch. Freunde, ich meine nicht wirklich, dass ich gegen TBG jetzt eine Partie spiele und ich glaube, das möchte er sowieso nicht. Das war ironisch. Es war ein Scherz. Es war ein Scherz. Ich weiß, dass TBG auch beschäftigt ist. Wie siehst du Schach? Wie sehe ich Schach? Ja, Schach, schönes Spiel. Das ist leider ein guter Zug. Ich glaube, wir müssen erstmal hier schlagen. Auf E3. Und dann können wir wieder schlagen. So, ja, Vorteil ist hier nichts. Aber vielleicht auch kein Nachteil. Ich habe immer noch einen Bauern mehr. Also es könnte alles schlimmer sein. Aber es könnte auch alles natürlich besser sein. Gehen wir mal hier vor. Oh, wir haben eine Minute mehr auf der Uhr. Wir haben eine Minute mehr auf der Uhr. Das ist positiv. Jetzt bedroht er diesen Freund. Das ist negativ. Das ist ein kleines Problem, obwohl. Ja. Es geht noch. Es hält sich noch in Grenzen. Die Problematik. Wir ziehen auf Zeit. Wir ziehen auf Zeit. Huschis Imperium auf der A-Linie. Ja. Habe ich mich organisiert. So, jetzt kann ich doch endlich mal. Nee, kann ich nicht. Ich muss mal den Turm hier aus der Gefahrenzone ziehen. Turm A7. Ja, das MS, das ist einfach alles Erfahrung. Das ist einfach alles Erfahrung und Mustererkennung und Intuition, Bauchgefühl, alles zusammen. Von daher, das ist natürlich, sag ich mal, wenn du relativ neu beim Schach bist, ist das für dich. Hexenberg, kann ich mir. Was ist das denn jetzt? Jetzt wird er ja völlig wild, wird er jetzt. Ich glaube, er hat gemerkt, dass er 20 Sekunden auf der Uhr hat und versucht mich jetzt matt zu setzen, aber das kann er sich abschminken. E4? Was passiert hier? Es ist doch hier positioneller Selbstmord. Völlig im Panikmodus, mein Gegner jetzt. Okay, ich kann ja jetzt machen, was er will, was ich will, weil er sowieso auf Zeit verliert, oder? Hauptsache, ich stelle nicht meine Dame ein. Das wäre so das Einzige. Komm, schlagen wir den. Springer D7.
Was heißt, ich stelle nicht die Dame ein? Hauptsache, ich lasse mich nicht matt setzen. Eigentlich ist das einzige, ist das das einzige Kriterium. Jetzt 6 Sekunden. Er hat einfach mal 6 Sekunden. Jetzt sind es noch 4. Das ist natürlich nicht so viel Zeit, ne? Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu jetzt sagen? Droht hier schon was? Nee. Ja, das hab ich mir gedacht. Und dann tauschen wir ganz genüsslich die Damen. Okay. Gut, gut, gut. Gehen wir in die Revanche. Da sind wir dabei gegen Trispios Returns. So. Trispios, was ist das hier? The Red von Magnus Carlsen. The Red. Okay. Diese Eröffnung kenne ich mich nicht aus. Ich spiele einfach mal halbwegs sinnvolle Entwicklungszüge und hoffe, dass das ausreicht, um dagegen zu bestehen, gegen The Red. Das ist eine Eröffnung, die Magnus Carlsen sehr gerne anwendet. Kann ich jetzt mal G4 machen? Machen wir mal G4. Ihr kennt mich, ich bin gerne ein bisschen aggressiv unterwegs, wenn es einigermaßen gerechtfertigt ist. Und hier scheint mir das so. Da sind die 2616, nee, da sind schon die 2620 sind doch schon am Start. Diese 2620 sind schon am Start. Kannst du mal eine Wiener Partie spielen? Mit Schwarz oder mit Weiß, mein Lieber? Du meinst wahrscheinlich mit Weiß, weil es gibt mehrere Wiener Varianten. Okay, Läufer B3. So, ich muss mich wieder daran erinnern, wir spielen ohne Aufschlag. Das heißt, ich muss schnell spielen. Das ist wichtig. Nee, erstmal schlagen. Erstmal schlagen und dann die lange Loder. Jetzt auch noch? Ja. Jetzt auch noch die lange Lola oder lieber? Ja, auch noch jetzt. Und ab nach vorne, ab damit. Ab die Post. A3. Hauptsache E4 Springer C3, alles klar. Hauptsache E4 Springer C3. Ich verstehe, ich verstehe. Okay, der Laden ist doch relativ safe hier, oder sehe ich das verkehrt? Relativ safe. Natürlich auf den weißen Feldern ein bisschen anfällig. Vielleicht war C3 nicht nötig. Aber ich komme. Ich komme, ich komme. Wienerwahr gibt es auch noch. Ja, es gibt so einige. Achso, Wienerwahr und Wiener. Okay, das sind zwei Paar Schuhe. Aber es gibt, mit Schwarz kann man auch Wiener Variante spielen. Die ist, glaube ich, deutlich besser als mit Weiß. Also mit Schwarz spiele ich schon mal F6? Ernsthaft? Mit Schwarz spiele ich schon gerne mal Wiener. Huch, Springer C5. Ach, er kann trotzdem Läufer G4 machen. Nee, kann er nicht, weil ich hier schlage. Okay. Joa, gönn dir mal lieber. Hau weg den. Hau weg, ja. Hau einfach weg. Hau rein da. Dame G2 ist einfach GG, oder? Also jeder Damenzug ist GG. Ah, er hat Springer C4, aber es macht nichts. Es ist einfach GG. Es ist GG, mein Lieber. Ich schlage zurück und dann schlage ich auf D5 und dann ist hier ein Problem. Ja, okay. Das ist eine ganze Figur. Wollen wir es jetzt wirklich? Wollen wir es wirklich hier noch zelebrieren, diese Stellung? Also, ich habe auch nichts dagegen. Komm, den nehme ich auch noch, den nehme ich auch noch. Komm, da sind wir wieder drin und wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Gegen Tristios. Immer weiter gegen Tristios. Obwohl, ich glaube, das ist dann die letzte Partie gegen Tristios. Genug ist genug. Springer F3 spielt er. Na gut. E7. Springer BD7. Erstmal A6 einschieben. Ach, er hat gar nicht A4 gemacht. Ja gut, dann kann ich ja sowieso B5 machen. Er spielt hier schon wieder ein bisschen komisch. Trispios! Du spielst ein wenig seltsam, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf.
Was du hier spielst, das ist seltsam. Und ich glaube, es ist nicht gut. B4. Ich ziehe einfach wild alle Bauern nach vorne, das kann ich gut. Jetzt muss er D5, ja, das ist natürlich möglich, aber ist das gut? Okay, ich schlag mal so. Jetzt habe ich mich natürlich schon ein bisschen geschwächt mit meinen Bauernzügen. Das ist der Nachteil an der Geschichte. Tag. H4, Läufer H2. Ja, machen wir das einfach. H4, Läufer H2 und F5. Und wenn er einen Schach geben will. Ach, er kann Schach geben und dann Läufer G6 spielen. Das darf ich natürlich nicht erlauben. Aber spielen wir einfach kurz Hochrad und dann F5. Warum denn nicht? Ist doch kein Problem. Solange er hier keine Blockade hinbekommt, ist alles im grünen Bereich und dann werden die Bauern nach vorne gezogen. Ganz nonchalant bin ich da unterwegs. So. Oh, ich bin aber langsam in dieser Partie. Ich bin 20 aber Sekunden langsam in dieser Partie. Rückstand. Wow, fast 400 Zuschauer auf Twitch. Ich grüße euch, Freunde. Cool, dass ihr dabei seid. Twitch geht ab und natürlich Facebook vergesse ich auch nicht. Ich grüße euch auch alle auf Facebook. Ich weiß, dass ihr da seid. So. Ja, Wiener Partie E4, E5, Springer C3 und dann F4. Dann F4. So, Trispios returns. Macht er nochmal einen Return? Irgendwie macht er gar nichts mehr gerade. Eigentlich macht er gar nichts. A3, das ist ein guter Zug. Das ist leider ein guter Zug. Ich mache mal A5. Ich will hier ein bisschen die Kontrolle behalten und nicht sein Turm mit Tempo ins Spiel bringen, Spiel kommen lassen. Das Schöne ist natürlich, dieser Läufer, der ist tot. Der Läufer, der ist tot auf H2. Und jetzt Läufer E4, will er F5, Dame H5 machen, dann mache ich Dame E8. Okay. Ja, ab nach vorne. Ab nach vorne. Klar, ich öffne seinen Läufer auch ein bisschen, aber so, hier habe ich ja schon gesagt, Dame E8, ich glaube, das Endspiel, das nehme ich gerne, oder? Ich kann auch König G7 spielen. Was will er denn eigentlich? König G7. Ist doch alles im Lot. Wenn er reinopfert, kann er machen, dann habe ich auch immer noch Dame E8. Oder Springer E4 kann ich auch sofort Turm H8 spielen. Und dann kicke ich seine Dame wieder weg. Oder auch Springer F6. Nee, Springer F6 kann ich nicht machen. Aber Turm H8. Turm H8. Dame wird gekickt. Oder was ist, wenn ich einfach den Bauern schlage? Ich kann auch Turm H8 und dann den Bauern schlagen. Aber warum nicht direkt den Bauern schlagen? Und dann Läufer F7. Ach, hier schlägt er jetzt, ne? Nee, macht er noch nicht mal. Okay, Läufer F7. Dame wird gekickt. So, jetzt schlagen wir mal hier. Und jetzt erfreuen wir uns an dieser schönen Stellung. Aber wir müssen natürlich trotzdem noch Züge machen. Das ist das Problem. Er will mit Springer C4 kommen. Das ist auch ein bisschen lästig. Das ist ein bisschen lästig. Turm B8 vielleicht erstmal. Ach, ich muss einfach irgendwelche Züge machen. Die Zeit wird jetzt doch die entscheidende Rolle spielen, oder? Springer C5 und F4. So. Ist natürlich ein bisschen wackelig, aber wenn die Bauern halten, ich glaube, sie halten und meine Läufer, die verteidigen das eigentlich alles sehr schön, dann dürfte das eine komplette Gewinnstellung sein hier. Dame G4 kann er vielleicht probieren. G3 kann nicht die Lösung sein. F3. Aber ich meine. Kreativ auf jeden Fall. Auf jeden Fall kreativ. Das kann man nicht anders sagen. Springer schlägt D6. Warum gehe ich dahin?
Warum jetzt? Ich muss doch einfach irgendwelche Züge machen jetzt, oder? Also ist ja eigentlich ziemlich egal. Naja, also ganz egal ist auch nicht. Oh fuck, da wollte ich nicht hin. Eieiei. Ja, solide. Ja, okay, gut. War, ja, souverän, würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.